Herzlich willkommen, alle Freunde, zurück zu Among Us. Ja, Lexi, ja, feucht. Ich dachte, hier gibt's sehr, sehr ja oder so, Alter. Viele Errors. Der Gangel Dorn ist already. Ja, wollen wir leaven oder was? Nee, Stubbe. Moritz ist wieder. Imposter. Der möchte bestimmt nicht nochmal leaven. Mach, mach's Ende, komm. Ben? Nein, mach, befüt's Ende. Alter. Moritz, du dumme Sau. Wieso nennst du mich dumme Sau? Ich bin alle Trash und rennt nach da. Sag Lexi, ich hab mir das Game verloren. Hallo, sag doch jetzt, wieso du mich dumme Sau nennst. Warst du gemutet? Ja. Hast du nicht gerade das Dings gemacht? Was denn? Also, beenden wir das Spiel jetzt noch nicht? Nein. Okay, ja. Aber ich mute mich wieder. Keine Ahnung, was du hast. So, es sieht eigentlich ganz gut aus. Alter, wie lange brauchen die denn? Ich stehe hier schon seit Jahren. Okay. Super. Ich weiß jetzt nicht, wer das gemacht hat. Vielleicht sehen wir ihn hier? Nee. Oder wenn ich jetzt, hört man mich jetzt? Ja, man hört dich jetzt. Okay, pass auf. Leon ist safe. Und Leon weiß, dass ich safe bin. Können wir so. Also, obwohl, scheiße, nein, Leon ist nicht safe. Scheiße. Aber eigentlich, nee, du kannst wohl dann abtauchen, sorry. Aber, hat gesehen, wie ich mich scannen gelassen habe. Nee, hab ich nicht. Okay, ich würde mal sagen, das war. Ja. Pöbel. Ja. Lächerlich, immer wenn ich Imposter bin. Ich sag doch, das Geilste ist ja, der grüne Kollege hier, ne? Der ist ja auf meiner Leiche rumgestampft wie sonst was und reportet die Leiche nicht. Mama, Magnus. Der rennt dann vorbei, dann rennt er zurück, dann rennt er weg und rennt nochmal dran vorbei. Wo waren deine Leiche? Ayenke? Nein, du kannst reinkommen. Okay. Ja, der aber, grüne Kollege. Ich aber nicht die Lobby ganz links gibt's doch diesen aber großen TBE Abteil, ne? Falsch, ne? Ja. Dann gibt's unten das Labyrinth, dieses das kleine Ding. Ja. Ja, und der Weg von dem großen Teil da links aber, raus, ja, vom Labyrinth vorbei, da nach oben, dann... Was? Meinst du, es hat sich mal reicht, jetzt eingeben? Ja, ich hab mich drauf gedacht. Das musst öfter. Wollen wir die gleiche Map immer noch spielen? Ja. Ich bin eben nicht da. Die haben wir doch kaum gespielt. Ich bin sowieso gleich weg. Ja, ich nix. Ja, okay. Warum denn? Ja, 22 Uhr, hör ich auf, ich muss noch was machen. Magnus, hattest du freie Marktwirtschaft? In Sozi? So, wir sind wieder Crewmate. Diesmal. Diesmal gucken wir uns die Kameras an, okay? Wir machen keine Aufgabe, wir gucken uns nur diese tollen Kameras an. Hörst du mich überhaupt? Ja. So, dann gucken wir mal hier rein. Ist okay. Okay. Das ist Lexi. Wir sehen sie. Der Tanker ist da unten. Das Vöbel. Und er hat Lexi. Lexi lebt noch. Elias kommt jetzt auch dahin. Okay. Lebt Lexi noch. Vöbel geht woanders hin. Ah, verloren. Oh. Ja, ich Hä? Was ist passiert? Ja, das ist irgendwie kein Sinn, gerade nicht zu spielen. Okay. Der Mama zu finden. Ja, mein Ping ist so hoch, man sieht sich. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Schönen Tag noch. Tschüssi. Jo.
Wild. Let's go. Tolle Runden. Eine Shot hast du. Was für eine Shot hast du? Weniger. Mann, jetzt bin ich schon wieder im Post. Ja, egal, die sind schnell. Ah, Mann. So. Gut. Oh, die sind da überall zu zweit. So, ich werde jetzt versuchen, ich werde mich hier nur an Dingsy ranhängen. Wo ist denn mein Phoebe-Schirn? Da ist mein Phoebe-Schirn. So, hallo. Nee, ich verfolge dich, Phoebe. Ich verfolge dich. Yeah. Juhu. Der denkt sich auch bestimmt. Oh, was soll das denn jetzt schon wieder? Wir laufen hier herum. Aber die. Wo geht denn das Licht aus? Ich verstehe das nicht. Ich will doch nur das Licht aushaben. Wie geht das denn nicht? So, wir laufen jetzt immer noch hinter ihm hierher. Und das macht auch Spaß tatsächlich. Aber wo muss das sein? Wie hier ist es dort? Hä, wo bist denn du? Ich hab dich verloren. Ich habe aber auf den Hund irgendwie. Da bist du ja wieder. Marco, wo bist du? Conny hat Lexi getötet. Moritz hat vor meinen Augen Lexi getötet. Nee, und so war ich das bin nicht. Hinterher und ich hab sie dann konfirmiert. Ich kann dir auch sagen, dass ich Tasks gemacht habe, weil ich zum ersten Mal, also ich habe das Labyrinth gemacht. Dann habe ich. Oh fuck, warte mal. Warte, lass mich kurz nachdenken, okay? Ich habe auf jeden Fall viele Tasks gemacht. Mir fehlen noch Stripe Cards. Also zwei Sachen hier in dem einen Raum, nochmal downloaden, Swipe Card und dann noch irgendwie irgendwas mit zwei Tasks, muss ich nochmal. Wieso aber hätte ich Lexi töten sollen, wenn ich als erstes bei Leon weil, war? Weil das Timer fast abgelaufen wäre und du gewonnen hättest, wäre ich da nicht hingegangen und hätte es da nicht gesehen. Wieso sollte ich vor deinen Augen Lexi töten? Ich war später da als du. Hey, die lag da ja schon vorher tot. Richtig. Ja. Und wieso sollte ich die dann getötet haben? Ja, weil du. Ihr braucht gar nicht mehr an den Dings AP hier votet. Okay. War so klar. Ja, Moritz. Auf einmal sagt Conny noch bei vor mir. Meinen Augen getötet. Ja, ne? Conny hat nur gelogen, Leon. Conny rennt mir die ganze. Nicht Conny, muss er die ganze Runde hinterher. Ganze Runde rennt er mit dem Arsch hinterher. Ja, passiert. Dann irgendwann hat er so. Ah, ich kann ihn ja töten, ich kann ihn ja hin. Conny hat nur gelogen. Ja, ich wollte eigentlich hier die Lampe ausmachen, aber irgendwie. Ist der Radius so groß, obwohl die Lampe aus ist? Das hat gar nichts gebracht. Dann wollte ich so heimlich irgendwie jemanden töten, wenn er mal vorbeigelaufen ist. Ich hab zweimal ausgemacht, also wieder angemacht. Echt. Hat mich genervt, dass das Licht nicht ausgegangen ist. Ja, das war halt schnell wieder an. So, da ist Phoebe.
hier. Ja, noch sieht man hier nichts. Aber da ist Phoebe wieder. Phoebe geht runter. Da ist Phoebe wieder. Er ist da. Ob wir hier einen Mord sehen, das weiß ich nur nicht. Aber es könnte sein, dass Phoebe wieder zum zweiten Mal dort. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Da rennt Phoebe schon mal raus. Okay. Das ist Lexi. Jetzt geht der Alarm los. Okay. Oh, ich bin tot. Mann. Es hat so viel Spaß gemacht, da reinzugucken. Das ist so unfair hier. Ich mache keine Task für die. Oder komm. Weil ich so cool bin, mache ich mal welche. Oh. Geh da runter! Komm! Siehst du das nicht? Oh Mann, Phoebe, wieso siehst du das denn nicht? Als ob der das nicht gesehen hat. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach. Oh nein, ich will noch die Taste noch fertig machen. Oh Gott, falsch. Oh, ich dachte, die gehen da jetzt an den Tisch. Nee, das ist da gar nicht. Das ist ja da gar nicht. So, düdüt. Sind alle blind. Die sind alle blind wie keine Ahnung was. Ganz ehrlich. So, Leon, gehst bitte da hoch. Oh, Leon. Mann. Sind alle lost drauf, Leute. Es wird außerdem ein längerer Part, weil wir spielen jetzt, glaube ich, noch eine Runde vielleicht. Und dann war es das auch für heute. So, hier haben wir ein Blatt. Diamant. Das und das. Wow, Lexi. Fuck, das ging schnell. Hättest du nicht 2 Sekunden warten können mit deinem Scheiß, dann hätte ich auf den Knopf gedrückt. Marco hat meine Leiche nicht gesehen. Ja, Conny hätte noch rüberlaufen müssen. Wo ist du denn? Ja, du hattest dann einen Task gemacht und unter dir stand irgendwo Lexi und da war auch meine Leiche, die hat sie versteckt. Mit dem Körper. In die Raum, meinst du? Gerade auf dem PC? Ja. Achso, ja, oh Scheiße, zwei Leute tot. Ich hätte nur noch auf den Knopf drücken müssen und dich reporten. Weil ich ganz genau wusste, dass Conny safe ist. Ja, ich wollte auch jetzt, ich wusste, dass ihr mal safe seid, du wusstest, dass Lexi da Boris ist. Warum wusstest du, dass wir safe sind? Marco, warum wusstest du das? Weil ich euch mal weggehen sehe und nach 8 Minuten immer bei eurem Leben war. Ja. Also, wenn ich jetzt nicht wieder, dann müsste ich. Das heißt ja gar nichts, bei dir und Moritz war es ja auch genauso. Das stimmt. Aber ehrlich, wenn ich den gesehen habe, vielleicht Moritz so verreckt ist. Mann, ich steppe immer am Anfang, Leute. Das ist eine traurige Runde wieder. Wirklich. Es ist einfach traurig. Meine Lust ist auch mittlerweile hier im Keller von diesem Spiel hier. Vor allem, wenn wir wieder nur so wenige Leute sind. 5 sind wir gerade. Wir waren eigentlich 6, aber Magnus hat Internetprobleme. Ja. Immer werde ich am Anfang getötet. Och man, was macht ihr denn? Immer werde ich am Anfang getötet. Wer ist es denn? Entweder du und Lexi, würde ich sagen. Also ich war... Oder wieso ich weiß du oder es nicht, Lexi? Also warum nicht du und der Tanker? Weil wir zusammenlaufen sind. Wir waren eben links da zu dritt. Aber weiß, ich war auch links. Oh nein, hört auf. Ja, ich war doch. Das ist richtig kacke. Pass auf, ich kann ja alle meine Tasks sein, die ich gemacht habe. Ich habe die Asteroiden zerschossen, danach habe ich dieses Tank da aufgefüllt, diese Reagenzgläser aufgefüllt, bin gerade in diesen Lüftungsdings da rein und ich mache gerade, was mache ich gerade? Hier, das wo du, nein, hier, weißt du, so, Spaß, ja, richtig. Da wo die ganzen Sachen sind, die Skelette, wo man das alles einfügen muss, habe ich gerade gemacht. Ich war es wirklich nicht. Ja, ich war es, aber trotzdem, ich spiele die Map so gut. Ja, ich bin eh für Skip. Ich habe noch nie die Map gespielt, wieso soll ich diese Task gehen? Ich hatte die Task noch nie. Ja, ich bin eh für Skip. Als gehen wir einen Falken, ist eh over. Ja, aber es kann auch Liam sein, ne? Da ja, weil der einfach. Aber Liam ja, war fast durchgehend bei mir, es kann auch Lexi sein. Kann auch ich sagen. Ja, dein Lauffeder da wieder zusammenkommen, das ist alles safe.
Wenn ich denn tot bin, bist du ja versus. Lächerlich. Ich mache hier keine Aufgabe, ich streike, ey. Oh mein Gott. Als ob die nicht die Leiche gefunden haben. Das ist ja richtig lächerlich, wirklich. So, die laufen jetzt zu zweit wieder herum. Okay, sehr interessant. Ich darf das ja eigentlich nie machen, aber die dürfen das natürlich. Conny läuft jetzt natürlich in Leons Falle. Ich glaube, er hat ihn gesehen. Ja? Er schnappt sich jetzt wahrscheinlich Marco. Nee. Doch, das könnte gut möglich sein. Oder? Na, Leon? Nee, ne? Noch tötet sie keinen. Oh, Conny ist tatsächlich durchgekommen, okay. Fix Lights. Jetzt will Lexi natürlich nach links. Aber das auch Leon. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Oh, 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 hinter Leon her. Er rennt jetzt schnell zu dem Licht. In der Hoffnung, da ist jemand, aber das ist niemand. Sieht er jetzt. Und guckt nochmal da hinten hin. Und sieht. Hat er Lexi gesehen? Nee, hat er nicht. Aber er sieht eine Chance. Da ist nämlich Phoebe. Ja. Hier, ne? Da stimmt was nicht. Ja, Lexi und der Tank, aber ja. Was? Great. Scheiße. Da stimmt was nämlich nicht, weil ich bin bei Conny und Phoebe sind zusammen zum Licht gelaufen und ich wundere mich, wieso das Licht okay, nicht es endlich Lexi, angeht. Es ist Lexi. Ich war auf keinen Fall beim Licht, weil ich gerade meine Fossilsachen da gemacht habe. Ja, warte, ich habe gesehen, da bist du unten rausgekommen, dann habe ich da mein Kabel gemacht, dann seid ihr in die Richtung da und dann bist du. Dann warte, stopp, dann bist du zum Kabel ja wieder zurückgekommen zu mir. Aber ich weiß ja nicht, wann Phoebe gestorben ist. Ach scheiße, nein, well played. Das Licht, wieso hat das keiner angemacht? Ja, ich hab's gerade angemacht. Du hast es angemacht. Ja, und Tanker ist kurz. Und wo lag die Leiche? Gerade eben. Ja, keine Ahnung. Du sagst der zum Emergency Call. Timeout gemacht. Okay, pass auf, Lexi. Ja. Glaub wirklich, diesmal vertraue ich dir. Es ist der Tanker. Stopp, warte, ich habe nicht gesagt, dass es der Tanker ist. Ich habe gesagt, er ist zum Licht gegangen, du Vogel. Ja, okay. Vielleicht ist das wieder meine Schuld, dass der Falsche gewotet wird. Ich sehe es doch schon. Oh, nee, Lexi, das würdest du niemals sagen. Was würde ich niemals sagen? Was du gerade eben gesagt hast, würdest du niemals sagen. Weil du nicht eine bist, die sagt, okay, lass schnell wie lieben. Ja. Ah ja. Scheiße, ja, ey, komm, das muss Liam sein, ganz im Ernst. Lexi, wenn du also wenn das war... warst, dann wäre halt Liam. Aber. Ja. Ich glaube, Liam hat auch den ersten Call gemacht, weil. Oh, ich hasse das wieder. Das heißt das wieder, dass ich feucht bin, Alter. Ich sehe es doch schon. Lexi, ich war beim ersten Call. Lexi, pass auf, du bist immer. Lexi, pass auf, du warst jetzt die ganze Zeit. Okay, ich vertraue dir jetzt. Du warst jetzt die ganze Zeit bei. Pass auf, nein. Du warst immer gegen mich. Und du weißt, ich vertraue dir. Du musst jetzt Liam wählen, sonst haben wir verloren, wirklich. Nein, weißt du, warum ich Liam will? Du hast noch 5 Sekunden. Bitte, ich will auf einen Grund Liam, einfach weil ich dich am längsten gesehen habe. Ich habe ihn am längsten gesehen. Wehe, du sagst was, Marco. Also ich schlafe am längsten. Endlich, Lexi. Einmal bist du gut. Einmal bist du mal gut. Lexi ist wieder feucht geworden. Aber, Lexi, das war das Call. Sie konnte mich zum Licht gehen. Weder Conny noch ich war am Licht. Nein, nicht zum Licht, aber Richtung. Und dann dachte ich, ihr geht vielleicht zum Licht. Ja, aber nein, Conny hat sie länger gesehen. Der war es nicht. Ich habe Liam gesehen. Lexi, super gemacht. Es hat nie gesehen. Weißt du, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, Liam? Ich hab keinen Plan. Länger gesehen als Conny. Was? Ich hab auch nicht verstanden. Ich dachte, entweder ist jetzt Lexi oder der Tanker tot. Dann bist du auf einmal Pöbel tot. Das war richtig real play. Ich hab Conny überhin dazu nicht gelaufen. Schmutzi. Lexi. Ja, ich weiß, Alter. Ist wieder voll. Nein, Lexi, nein. Das hast du richtig gut gemacht. Ja, richtig voll. Sonst wirst du es. Nee, das wirst du nämlich sonst nie, weil du immer gegen mich spielst. Aber ich war einmal wenigstens vor. Du hast heute 3 von 3 Entscheidungen genannt, also wo immer Conny dabei war. Was? In allen war Conny dabei, Entscheidungen, und das ist immer richtig entschieden.
Du hast dich immer gegen mich entschieden. Das nee, sei mal gegen Conny, einmal für Conny, ist ja immer richtig. Ja. Heute ist es doch krass. Muss ich bei dem Anker trotzdem machen. Voll. Ja, weil Lexi feucht ist. Hm. Nee, ich schwimme nicht automatisch in die richtige Richtung. Ich schwimme, Alter. Ich... Was? So feucht. Sieht das dann noch als feucht oder ist das schon nass, Alter? Nee, das ist atomfeucht. Atomfeucht. Man kennt ihn. Ich glaube, die hat im Bio doch nicht ganz aufgepasst. Ich glaube auch. Wobei, wurde in Bio jemals feucht genommen? Ich glaube nicht. Alter, wenn jetzt alle zu dem Scheiß im Emergency laufen, um ich möchte sagen, ich bin heute noch kein einziges Mal dahin gelaufen. Jeder einfach einen Raum weiter rechts. Jo, darf ich bitte, ich hab das Mikrofon, Du hast nix. Gönn dir. Und skippen. Skippen. Nein, ich möchte jetzt kurz reden. Moritz hat das eine Rad gedreht, wo dieses Wasser rauskommt, das andere nicht. Richtig, das ist so die Sache. Es muss Moritz sein. Es gibt da so einen Raum, da musst du das Wasser nehmen. Moritz hat das eine gemacht und ist dann ich hab gar nichts gemacht. Und dann ist er mir hinterhergegangen. Rad unten. Und Moritz kennt die Map wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Ich hab gar nichts gemacht, Conny, ja. Richtig. Aber wieso sollst du. Okay, pass auf. Ich weiß nicht mal, wo bitte auf Moritz, okay? Das ist rechts, links irgendwo. Ganz unten links ist das. Das mit ja, also Moritz nein, ist sehr skill. Ich hab mich da einfach nur hingestellt, Conny. Digga, komm, alle folgen mir, komm, alle folgen mir hier, alle zu mir, alle zu mir. Hier ist das Rad zeigen. Hier ist auch ein Rad. Komm her. Hier ist auch ein Rad. Ah, auf der Truppe. Wie lange gehst du? Hallo? Hallo? Ja, komm mit her. Ich komme da. Naja. Hier, eigentlich ist hier hoch, eigentlich ist hier runter. Siehste? Eher zum Drehen, ja. Einmal da um zu drehen. Meine Güte. What the f... Okay. Es muss Moritz sein, weil Phoebe baggert neben mir bei den Elektroschalter. Und, wo ist das ungefähr auf der Map? Ich kann die Map nicht. Pass auf, Moritz ist mir die ganze Zeit hinterher gelaufen. Da bin ich um diesen Emergency-Ding da rumgelaufen und dann stand dann Phoebe zum Glück neben, also Ryers machen. Und dann war er anscheinend fertig, dann ist das Licht ausgegangen, habe ich die Ryers gemacht. Jetzt ist irgendwie Marco gestorben. Marco, am besten sage ich dazu gar nichts, oder? Damit Conny einfach gleich dumm dasteht. Ja, eine gute Idee. Gut. Ich sag nichts. Ihr könnt mich ruhig ausworten. Dann seht ihr, wie dumm Conny eigentlich ist. Aber ich hab mich auch selber gewortet. Okay, ist es wer anders? Scheiße. Einfach nur. Oh mein Gott. Nein, aber wieso ist es denn Moritz nicht? Ich hab Lexi aber nicht gesehen. Wow, sag nicht, weil das Licht aus war, Alter. Okay, oh mein Gott, ja. Der war gut, Lex. Conny, halt die Fresse, mach deine Witze da. Ja, schön. Conny, du bist heute dümmer als Lexi, danke. Also ich bin dumm, feucht. Alles nicht so schlau wie Lexi heute. Ja, das muss gut sein. Okay, hier, bitte, hallo, du musst mir vertrauen. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, es wäre Moritz, weil er das eine Ding da gemacht hat und anscheinend wirklich mir nur dabei zugeguckt hat, richtig. Er hat mir dabei wieso auch immer nur zugeguckt. Lexi, was hast du nie so gemacht bisher? Ganz am Anfang habe ich keinen Plan. Ich glaube, ich habe mal einen Wire gemacht oder so. Auf jeden Fall habe ich gerade das Labyrinth gemacht. Wo ist denn das Ding Labyrinth? Das ist da unten. Unten? Auf ja, da gibt's auch eins. Und zwar. Moritz, du bist tot, ne? Du weißt doch, wo man die Karte. Nur wo der Emergency-Button ist, ne? Mhm. Da gibt's den Raum da drunter, ne? Mhm.
Dann gibt's auch einen Raum nach links, also linksrum, und dazwischen unten, da ist ein Labyrinth. Ah ja. Ja. Da stehe ich gerade. Ah ja. Ja, das ist keine Ahnung. Es kann halt trotzdem lieb sein und der lässt uns jetzt gegeneinander argumentieren, das wäre zu wild. Das will ich auch mal haben, Liam. Das wäre richtig geil, wirklich. Halt jetzt die Fresse, wo warst du? Aber, gerade eben. Ja, du warst die ganze Zeit eben hinter mir, das habe ich schon gemerkt, aber davor. Ja. Oha, davor? Diese Moritz-Situation, die hätte ich gerne nochmal erklärt. Achso, ja, pass auf. Moritz ist mir, nachdem ich gesagt habe, Moritz könnte es sein, aber wir skippen, ist er mir die ganze Runde hinterhergelaufen. Aber so, dass er okay, mich das nicht töten kann. Ja. Lexi, DM? Warum bist du eben nicht zum Licht gegangen? Weil immer alle zum Licht rennen. Ah ja. Ja. Wen wurstet Conny denn jetzt? Wir sind doch noch nicht mehr... Ach. Ja, ich glaube wirklich nicht, dass Liam ist, sonst wäre es halt wirklich überplayed, ganz im Ernst. Dumm. Oh mein Gott, das ist... Okay. Ja, ja. Ich habe ja verloren, Lexi, falls der normale Dude bist. Ja, scheiße, eigentlich von dir... Liam, aber das hast du so gut... Nein, okay, du bist es nicht, du musst es safe. Ja, replayed. Replayed, Liam. Das ist Lexi übrigens, ne? Oh, ja. Also war ich denn doch am Ende richtig. Ja, toll. Aber wie konnte Lexi denn Mord töten? Ja, ich dachte mir doch, Lexi hätte eigentlich zum Licht rennen müssen als Imposter. Als nicht Imposter. Und warum hast du jetzt nicht gefotet? Ja, weiß ich nicht, war da dann ja, doch irgendwie von dir überzeugt. Aber Marco, wie bist du jetzt gestorben? Ich hab's nicht verstanden. Okay, stopp. Also Marco stand da doch an dem Weihers, ne? Und ich stand unten an dem Labyrinth, was ich Liam eben beschrieben habe. Ja gut, das habe ich halt nicht gesehen. Und da war das Licht aus. Und hab da Marco gestochen. Ich dachte mir so, entweder ist das mega geil, wo er liegt, oder mega kacke. War dann doch mega geil, wa? Ja, war mega geil, ja. Ja. Da bist du gleich... Noch feuchter, ja. Aber ich hoffe, du weißt, warum ich das gemacht habe. Das wollte ich gar nicht sagen. Das wollte. Ja, so. Guck mal, hier ist noch ein Labyrinth. Psst. Okay. Was? Ich hab Conny durch den Vent gesehen und musste dann fliehen. Okay, wenn Conny schon so blöd lacht. Nein, lass mich ausreden. Ich bin die ganze Zeit mit Moritz hinterhergelaufen, bis er zum Emergency-Meeting gegangen ist und dann hat er drauf gewählt. Ich gebe zu, ich habe bisher keine Tasks gemacht, aber weil ich halt Moritz hinterhergegangen bin, ihn abzupacken für letzte Runde. Und ich hätte Moritz die ganze Zeit töten können, weil ich eigentlich in Kill-Range gewesen wäre. Aber der hätte es noch Pulldown gehabt, glaube ich. Und oder? Woher weißt du die Kill Range? Ja, Short Kill Range. Ich war jetzt nicht zum ersten Mal im Post. Oh, das ist zu. Jetzt, wo. Ich skipp die Scheiße. Hä? Ich verfolge dich jetzt die ganze Zeit. Ja, richtig. Er ist da rein und dann ist er wieder rausgekommen, als er mich gesehen hat. Es ist Moritz, ich sehe es doch schon. Nee, ich glaube nicht, dass Moritz ist. Was? Moritz hasst mich jetzt hier die Aktion eben. Nee, ich hasse dich nur für 20 Minuten. Ja, okay, dann ist es okay. Wollte ich Lee Penny gehen und weggehen und sehen? Ja, ne? Ja, letzte Runde für mich. Für mich ist es auch die letzte. Ah, ich meinte natürlich, er ist durch ein Loch gesprungen. Ja, true. Ja. Kann man jemand das Licht ausmachen? Das wird sehr nett. Kann ich nicht, zu leid nicht. Könnte ich nämlich vor Conny fliehen. Oh, scheiße.
Conny ist es. Conny ist es, hat sich vor mir Moritz um. Ich hab doch gesagt, er ist es. Er ist durch ein Loch gesprungen und mir hinterher gelaufen. Also unten sind die Schleuse, geht nach unten, einmal rein. Ihr habt mir einfach nicht geglaubt. Jetzt möchte ich noch eine Runde spielen. Ihr habt mir nicht geglaubt, dass er durch dieses Loch da gesprungen ist. Komm, eine Runde müssen wir machen. Ich bin nicht durch ein Loch gesprungen. Ich wollte eigentlich jetzt einmal wirklich durch ein Loch springen, wenn keiner zuguckt, nur du. Aber. Schade, aber ich konnte Moritz hin, ich hab mein Ziel erreicht. Conny, der hätte es auch so hin können, ne? Jetzt hätte so hin können, dass alle, die glauben, wieder keiner glaubt. Ich möchte mal eben anmerken. Dann wäre nicht nur ich, sondern auch Marco falsch geworden. Heute immer als erstes gestorben. Ich will mal anmerken, dass ich einmal im Poster war, ja? Das Ding. Es gibt immer ein erstes Mal. Ich war mit mehreren Runden hier einmal im Poster. Ja, das ist ja immer auch nicht. Du, zwei? Du warst zwölf auf, ja. Nee, ich meine, dass du weg war, also nicht da warst. Ja, eine Runde, fahr mal zu. Ja, und geh mal weg. Was für eine Runde? Lass dich raten, ich bin's. Nee. Also, lass dich raten, ich ist geboten oder ich wurde gemutet. Lass mich raten, Moritz wollte nur gucken, ob jemand schon gestorben ist. Ja. Hallo, ich hab das Mikrofon, ich darf reden, ja? Du bist gemutet, Ex-Lexi. Sorry. ich habe gesehen, wie Marco... ...durch ein Loch gesprungen ist, wie er da reingesprungen ist. Das wollte ich mal eben erwähnen für welches die Zukunft, ja? Das war links. Loch bist du reingesprungen? Links neben dem Eingang von diesem Vote-Raum hier. Vote-Raum? Ja. Ah, ja. Okay. Ich vertraue Moritz, weil ich glaube. Du hast doch schon längst gewotet, du kannst mir überhaupt nicht vertrauen. Ich vertraue dir, was du gewotet hast. Ja, guck, was du gewotet hast. War das Licht nicht aus? Just saying, ich war es nicht, ne? Das Licht aus. Und Just Saying, ich hab ein Point, ne, also ich hab Katzenaugen. Ich sehe das Licht war aus. Rechts, wo ist doch wehen, bitte. Mach mal schnell jetzt hier. Als ob. Nur was? Ihr seid so lost, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Tut mir so leid, langsam der Du. Ihr seid so lost. Ich sag euch, das ist Markus, ja, und ihr seid so lost. Ich bin nie wieder mit. Ich hab immer den rausgehen, Emergency Call macht. Warte, ich hab ihn doch jetzt hier, Hä? Der ist mal ein Loch, Hast du ein Loch? Ich war ein Loch. Da, guck doch. Ja, ich bin geistig nicht. Ich sehe das Loch, du Bitch. Bitch. So, jetzt tötet Marco, danke, tschüss. Ja, bin dabei. Schön. Schöne Runde wieder. Conny, guck mal da links. Geh mal nach links. Und dann da unten, da ist ein Loch. So. Siehst du, ne? Ja, super. Aha. Was denn jetzt? Ich bin dafür, dass wir Marco rausvoten. Ich hab ihn gesehen, wie er durch den Loch gesprungen ist. Ich mache auf Alexi. Nein, jetzt wirklich. Ich hab wirklich. Warte, lass mich kurz. Ja. Ich habe wirklich mit Moritz zusammen, der hat mich verfolgt. Ich habe gesehen, wie Marco noch gesprungen ist. Und das sagst du jetzt erst, oder was, du Arschloch?
Ich hab mich geschickt. Ich dachte, war nicht Conny einer der Leute, die der Moritz rausgewotet hat? Nee, das war ich. Ich hab Conny selber rausgewotet. Es muss entweder Kim oder Marco sein, aber wie gesagt, ich hab Marco nicht in der Spur gesehen. Ist für Fans. Nein, ja, ich skipp das, ist das so. Ist assi. Nein, das ist nicht assi, das ist einfach die Wahrheit. Das ist einfach reise Drogen. Vertraut doch mal aber jetzt. Aber bei mir skippst du nicht, ne, Lexi, du? Okay, wie heißt Moritz, Alter? Hier, gönn dir. Ne, ich bin raus, Alter, solche Huren. Endlich. Ich kann mein Tod sein. Wer ist es denn, Lexi? Oder ne, du bist es hier, meine Fresse. Was für ein. Ah, ich hab den Namen verlegt. Also, Moritz hat Bibi, als aus dem Bett springst. Ah, let's go. Es ist so hart, Conny, ne? Es ist Liam. Natürlich. Conny hätte dreimal Moritz töten können. Ja, und hat er aber anscheinend nicht. Ja, weil er mich in Vents bringen hat sehen. Ich bin heute noch gar nicht mit Conny herumgelaufen. Ja, eben, ich bin weggegangen. Was im Licht? Dann hätte er easy durchkillen können. Ja, kann ja nicht killen können. Delia, auf Anzahl ist es dir. Ach, scheiße, ey. Komm, pass auf. Wenn du Imposter bist, dann bring jetzt nicht den anderen um, okay? Conny! Wirklich jetzt? Mit wem redest du? Ist die Frage. Ja, ist die Frage. Mit dir, mit dem Imposter. Warte kurz. Mit dem Imposter? Warte kurz. Was ist jetzt? Warte kurz. Okay, let's go. Es ist 50-50. Entweder es ist der Tanker oder es ist Lexi. Oder es ist Conny, weil jeder normale Killer. Conny. Weil jeder normale Killer hätte den Dude gekillt und rennt nicht. Es ist Liam. Richtig. Es ist Lexi. Die wollte mal skippen. Nur Leute, die Mörder sind, die skippen. Okay, Lexi, pass auf. Lexi, pass auf. Der kann wegspringen. Lexi, bitte hör mir zu. Ich hör dir immer zu. Pass auf. Ja. Denk mal logisch nach. Du kannst jetzt nicht mehr verlieren. Das ist cool, dass ich nicht ein Welt halt, ja, halt dich noch so. Du bist tot. Marco. Lexi, du kannst nicht mehr verlieren, weil ich will jetzt Leon, weil Leon es auf jeden Fall ist und er einfach das Spiel mitspielen wollte. Nein, Lexi ist es, Conny. Cool. Und deswegen kannst du nicht verlieren, wenn du jetzt mit mir zusammen Leon willst. Denn wenn du Imposter bist, well played. Wenn du es nicht bist und Leon willst, haben wir gewonnen. Bitte, Lexi. Ich habe einfach Moritz... Und ich glaube, du bist es nicht, weil ich dich da unten gesehen habe, wie du einen Fortschritt gebracht hast bei deinem Lexi, bitte. Oder Upload, was es war. Lexi, nein. Leute, ich muss kurz sagen, offensichtlich, ne? Komplett offensichtlich. Offensichtlich bin ich fucking staubtrocken, ja, Bitch. Was für feucht, ich geb euch feucht. Weißt du was, Conny lief nicht. Conny, warte, okay, hier. Dann sag doch wenigstens, dass es war und dass du schon gewonnen hast. Ja, ich weiß, fand ich so witziger. Was war das für ein Ding? Ich bin euch beide nicht in den Event gesprungen. Ich fand das lustig. Ja, ich wollte nicht, dass Moritz AFK geht, deswegen habe ich es auch gesehen. Ja, genau, du wolltest, dass Moritz nicht mehr in der letzten Runde, die du heute spielst, AFK. Ja, und Leon, warum warst du dir jetzt so total sicher? Also ich glaube, Lexi hat da eben Fortschritt gemacht. Ich glaube, Leon sind die auch. Ich glaube, Leon war einfach nur blind vor Liebe. Okay. Ja, true, ich glaube. Das hätte ja auch ein Geist sein können. Leon ist nicht feucht geworden, ja, so aus. Ja. Ich bin nicht die einzige Person hier. True. Das war echt cool. Conny, nachdem du da schon Leute in Wänden springen gesehen hast. Ja, ist echt so. Conny, war ich mir bei dir komplett sicher. Aber Liam, außen ist ja noch nicht gewotet überhaupt. Warte, machen wir jetzt überhaupt noch einen? Nicht. Ich dachte mir, ja. Nee, für dich habe ich gar nicht gewotet. Doch, hast du? Doch. Nee, ich habe für Moritz euch gewotet bei dir. Nein, lächerlich. Im ersten. Aber im zweiten war halt nicht, ich könnte nicht einen Fanspring sehen. Ich war halt so sicher, dass Moritz irgendwas auf mich schreibt. Jedes Mal der Erste, der tot war, ja, dann habe ich auch nur noch reingetreut, da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, dadurch ist diese wunderbare Runde entstanden. Ja, die ganze Runde war super. Dann die sag Runde mal Tschüss, Conny. Es wäre viel cooler gewesen, hätte Lexi gesagt, so, ey, wisst ihr was?
Ja, beide verloren. Ja, das dachte ich auch, aber dann so. Aber Lexi war wieder Trash. Was für Trash? Ich hab bis jetzt jedes Imposter-Scheiß gewonnen. Lien hat sich verführen lassen. Lien hat sich einfach verführen lassen. Du hast mich gewotet, du hast dich genauso verführen lassen. Nein, ich wusste ja, dass es entweder. Pass auf, wenn du sagst, du hast Lexi gesehen, wie sie den Fortschritt gemacht hat. Glaube ich dir das und du versuchst natürlich Lexi davon zu überzeugen, dass du Imposter, nicht Imposter bist. Deswegen sagst du das und deswegen bist du Imposter. Ah ja. Gewesen. Und wenn du sagst, wieso solltest du lügen, da, weißt du, das hätte gar keinen Sinn gemacht. So. Also, warst du es halt in meinen Augen. Super, willst du jetzt Tschüss halt sagen, Conny? Ja, okay, ich muss noch was machen. Bis später, Lexi. Schau mal auf dem Kanal von Conny ist vorbei. Okay. Das, so, meine lieben Freunde, das ist jetzt hier das Abschlussrede-Dings. Wenn ihr so weit gekommen seid, vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet wieder morgen Gebt den bei. Daumen ein Video nach oben und gebt dem Video einen Glocke. Daumen nach oben. Tschüss. Smash den Like-Button, abonniert die Glocke und ich bin raus. Abonniert die Glocke. bis dann, ciao.